Hey ihr Abenteurer, willkommen zu einer kleinen spontanen Runde hier bei mir durch den Wald. Und zwar ist es jetzt heute aktuell Sonntag. Ich habe das ganze Wochenende quasi die Füße hochgelegt. Ich wurde nämlich am Freitag geboostert. Und ja, ein paar kleine Nebenwirkungen gab es. Und zwar ist man müde, man ist ein bisschen platt. Und deswegen die ganze Zeit eigentlich nichts gemacht. Kopfschmerzen, aber alles erträglich, sage ich mal. Also nicht wirklich was Tragisches. Dann habe ich jetzt mal gedacht, ist jetzt 3:30. Komm, hast dich das Wochenende ganz bewegt. Machst mal 2, 3, 4 Kilometer durch den Wald. Und bewegt sich ein bisschen. Grund Nummer 2, warum ich rausgehen wollte. Ich habe mir neue Wanderschuhe besorgt, die ich jetzt natürlich nicht anhabe. Weil mir wurde empfohlen, da es Vollleder ist, die vorher einmal so mit so einer Sprühflasche zu imprägnieren. Dass auch der Schmutz schmutzabweisend ist. Und da es ja doch hier sehr dreckig aktuell ist, weil es die letzten Tage geregnet hatte. Habe ich es jetzt nicht angezogen. Ich habe vergessen, sie einzusprühen. Blöd. Deswegen habe ich jetzt meine alten, kaputten Lowrider Renegade wieder an. Also ich stehe noch, wie gesagt, super darin. Nur ist die Sohle, also der Absatz ist da sehr abgeschrägt. Also quasi vom Profil komplett runter. Dann hat sich da eine Naht gelöst. Und auf der anderen Seite löst sich die Sohle. Ich blende euch mal gerade ein paar Bilder ein, dass ihr mal seht, wie das ausschaut. Deswegen habe ich mir auch neue Schuhe gekauft. In meinem Sporthaus des Vertrauens. Und zwar die neuen Schuhe wurden die Lowa Ledro GTX mit, also mit Gore-Tex. Und zwar wollte ich Schuhe haben, die ein bisschen fester von der Sohle sind als die Renegades. Gerade fürs Trekking, weil die Lowa Renegades, das sind ja eigentlich Leichtwanderschuhe, also so leichte, multifunktionale Wanderschuhe. Wollte ich nochmal größer gehen, jetzt bin ich bei Klasse, also von den Kategorien von den Wanderschuhen Klasse B. Die Lowa Renegades sind ja die Klasse A. Ich hatte auch noch einen BC-Schuh an, also einen Berg-Trekking-Schuh. Jedoch sind diese, finde ich, relativ schwer. Für einen Bergschuh super. Ne? Nur wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt so eine Tour wie heute und eine kurze Trekking-Tour, sind die halt nicht so super angenehm. Es sei denn, man geht jetzt ins Hochgebirge. Deswegen habe ich mir jetzt Schuhe fürs Mittelgebirge genommen. Das sind die Lowa Ledro. Ich glaube, das Modell gibt es auch schon gar nicht mehr. Also ich finde es auf der Lowa Webseite nicht mehr. Und ja, also in dem bin ich auch sehr gut gegangen. Aber halt, ich habe gemerkt, es fühlt sich nicht ganz so komfortabel an wie die Renegades und die Ledro. Hier habe ich übrigens die Wanderverliebt Burpee Challenge gemacht. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch mal. Punkt Nummer 3, warum ich rausgehe. Ich habe das Kochgeschirr dabei. Ich werde mir einen kleinen Tee machen. Ich habe noch eine Banane dabei, welche ich so ein bisschen mit Schokolade anmachen werde. Und ja, Punkt Nummer 4. Ich muss noch gleich ein Produktfoto machen. Das heißt Gewinnfoto. Ich habe ja ein Gewinnspiel gewonnen bei TSE Outdoors. Und zwar habe ich dann gesagt, ja komm, als Dankeschön, dass er mir den Gewinn zugeschickt hat, gehe ich in den Wald, mache ein Bild davon für die Stories bei Instagram. Ich finde, das halt im Wald sieht sowas halt besser aus, als wenn ich jetzt daheim auf dem Küchenboden einfach fotografiere. Deswegen habe ich jetzt ein paar Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ich merke auch schon wieder, es wird wieder ein richtig langer Monolog. Ich habe schon viel zu viel wieder geredet. Ich stehe jetzt mal nur ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich beim Teekochen. So, ich war ein wenig länger unterwegs als geplant. Manche unter euch werden es vielleicht kennen. Man sucht den perfekten Platz, obwohl es den perfekten Platz gar nicht gibt. Deswegen habe ich jetzt einen gefunden. Ist 60 Meter weg ungefähr vom Wanderweg, also vom Weg, vom öffentlichen Weg. Und ja, jetzt beeile ich mich ein wenig, bevor es komplett dunkel wird und ich und ihr nichts mehr seht. Heute habe ich der Einfachheit halber Spiritus dabei. Da könnt ihr mit Esbit arbeiten, aber ne, keine Lust. Ich habe Lust auf Spiritus, mache ich jetzt auch schön in dem Kochset von Esbit selber.
So, jetzt bin ich auch gespannt, wie gleich der Spiritus angeht, weil es doch recht kalt ist. Und Spiritus, wenn er kalt ist, ja ein bisschen immer rummeckert. Aber wir testen es mal aus. Braucht man erstmal nicht. Zack, zack. Mach ich es auf dem Kleinen. Das würde für den Tee eigentlich reichen, ne? Jo. Dann mein Messer ist hier. Ich versuch's mit dem Feuerstahl. Falls das nicht gehen sollte, habe ich noch ein Feuerzeug dabei. Er brennt. Perfekt. Geht doch einfacher als gedacht. Ich hoffe, er bleibt doch. Ja, wird schon passen. Gut. Den Kleinen da drauf. Weil den mache ich mit Wasser voll, dann dürfte das auch für die Tasse eigentlich reichen. Den Großen benutze ich dann für die Schokolade. So. Welchen Tee gibt's heute? Ich mache mich hier ein bisschen weg. So. Ah, ich hätte, könnte eigentlich den benutzen und den als Deckel nutzen, dann kochst du schneller, ne? Egal. Heute gibt's Früchtetee Mischung Omas Garten. Flavored Strawberry Taste. Den hier. Das sind so fertig Teepäckchen, die es zu kaufen gibt. Und die auch eine etwas bessere Qualität haben als Teekanne zum Beispiel. Und ohne jetzt die zu diskreditieren, aber finde ich, schmeckt mir besser. Dann habe ich hier so ein paar Schokoladentäfelchen. Hier. Die abgelaufen sind und die niemand mehr zu Hause essen möchte. Deswegen habe ich gedacht, komm, Schokolade läuft ja eigentlich in der Regel so nicht ab. Sie wird halt ein bisschen, wenn du Pech hast, ein bisschen ranzig oder verliert an Geschmack. Aber hier sieht noch super aus. Und deswegen kommen die Müll. Lege ich mal auf Seite, nehme ich nachher mit. Mache ich jetzt schon mal die Schokoladentäfelchen ein bisschen klein. Und hier rein. So, ich habe jetzt mal gerade schon ein bisschen das Licht angemacht von meiner Leuchte, dass man mich auch hier super gut sieht. Ich habe gemerkt, ich richte doch die Aufmerksamkeit hier auf mich, aber ist mir egal. Solange das noch nicht kocht, könnte ich hier eigentlich meine Zeit damit verbringen. Und meine neue Molletasche, die ich ja glücklicherweise beim Gewinnspiel gewonnen habe, an meinen Rucksack festzumachen. Gerade zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Miltec Laser Cut. Ah ja. Ja, da passt schon einiges rein. Und ich habe noch zusätzlich eine weitere Pouch von Helicontex mir geordert. Und zwar habe ich da jetzt an dieser Seite von meinem Rucksack, wo es möglich ist, eine Pouch. Sitzt. Bereit für den Einsatz. Vielleicht ein bisschen gequetscht, vielleicht sollte ich den vorne hin machen. Weil der, vielleicht sieht man es, dass hier jetzt ein bisschen, weil ich nicht so eine weite Fläche habe. Ich probiere es einfach mal, wenn nicht, kommt der einfach vorne hin, der Kleine kommt an die Seite. Wird schon hinhauen. Obwohl, geht auch so. Kann ich direkt schon den Müll mit reinmachen. So, da das Wasser jetzt am Sieden ist, werde ich schon mal den Tee reinmachen. Weil wie gesagt, der muss 10 Minuten ziehen, was super lang ist, aber es ist halt Früchtetee, ist halt bei denen normal. Nein, stopp, ich mach's anders da. Ich habe hier eine Tasse. Brauche ich jetzt meine, dann benutze ich die mal gerade. Einmal ausspülen, sie ist nämlich neu. Ich um in Ordnung.
So, der Tee. Wie gesagt, hier wieder der Tipp, wenn ihr einen Tee habt. Dadurch wird er geschmacksintensiver. Und dann verbrenne ich mich jetzt bestimmt. Perfekt. Genau eine Tasse. So, der kommt jetzt hier hin. Und die kommt jetzt woanders dahin, wo ich es nicht umstoßen werde im besten Fall. Hier vorne, zack, oder? Nee. Ja. So. Die zieht jetzt mal noch 10 Minuten. Jetzt kommt die Schocke hier oben drauf. So. Natürlich habe ich keinen Löffel dabei, aber ich nehme einfach meinen neuen Titanium-Göffel von Light My Fire. Ich hoffe, das brennt nicht an. Und in der Zeit, es riecht direkt schon nach Schokolade, noch geschmolzen. In der Zeit tue ich schon mal den Apfel schälen. Beziehungsweise klein machen. Irgendwie. Gibt man einen Schuss Wasser rein, dass es ein bisschen flüssiger ist. Ah ja. Aber was krass ist, dass es jetzt direkt schon immer so dunkel ist, ne? So, schneidet man einfach ein paar Stücke so ab. Manchmal komme ich auf ganz komische Ideen. Und zwar werde ich jetzt den Apfel hier klein reinschnippeln. Da habe ich eigentlich sowieso eine breiige Masse, ne? Mit der Schokolade. Wie gesagt, alles spontan heute, nichts geplant. Vielleicht das Ganze ein bisschen warm werden. So blöd, wie sich die Sache eben angehört hat, so geil sieht es aber aus. Also, wirklich geil aus. So, ich habe jetzt mal das Licht ein bisschen heller gestellt. Der Tee ist jetzt nämlich auch gut. So, dann probieren wir mal den Omas. Ich habe schon weggemacht. Omas Erdbeer irgendwas. Riecht sehr erdbeerig schon, wirklich. Der ist lecker. Mal gucken, wie unser Apfel-Schokoladen-Eintopf-Fondue ist. Also so sieht es ungefähr aus. Ist nicht so super appetitlich, aber... Ja, schmeckt wie Apfel mit Schokolade. Wenn ich jetzt noch so eine Prise Zimt drin hätte, dann wäre es perfekt. Naja, ich esse das jetzt mal. Ich verabschiede dich schon mal, weil ich blende mich selber mit der Leuchte wie Sau. Ist auch schon recht dunkel mittlerweile. Ich esse es schnell leer und dann packe ich auch alles ein und dann geht es wieder weg. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es euren Freunden, nicht euren Feinden. Ein Abo und ein Like und Kommentar sind für euch kostenlos. Das könnt ihr gerne tun, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.